Ja, jetzt hängt der Schenke. Ja, jetzt. Ja. Und ich treffe ihn nicht, weil ich daneben stehe irgendwie. Dass der Schwanz nicht abgeht, ist das ein Wahnsinn. Warum ist das da hinten? Humpert das schon, oder? Der ist gleich fertig. Humpert er mal weg. Jetzt kommt der zweite, Alter. Das ist der Legi, ne? Ja. Der Legianer. Der Indianer. Ah, geh weg von mir. Aber das sind die kleinen Viecher. Ne, ich geh gleich da an zu, raus, wir mal nicht. Ja. Ich weiß, Alter, da hinten fliegt er. Was ist da? Ich auch nicht. Was ist da? Ich flipp noch die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ich bin, glaube ich, vor. Ich hab keine Ausdauer, nix. Ja, super, jetzt krieg ich ihn auf den Deckel. Ich bin ja im Bauch gefallen. Dafür haben wir einen coolen Förderplatz gefunden. Mhm. Da komm ich. Ja, müssen wir mal hochheilen ein bisschen. Oh, weiß. Ich prall schon wieder ab, das ist so ärgerlich. Ich komme! Jawohl! Das war zu viel für Jungs. Nein, ich geliehen! Ich komme. Ich muss erst mal schon blinken. Bringt auf. Eine Platte habe ich gekriegt. So. Eine Schallplatte. Ja. Ein Gewebe. Die Schuppe Plus. Flügelsteine. Steine habe ich gekriegt. Ich gebe was anderes auch noch. Aber eine Schuppe. Ja, super. Tja. Und Daumen hoch. Haha. Haha. Jo. Kaputt ist er, was schaut er? Bester Deppert, das war wieder ein Kampf. Mhm. Wobei besser als der vorige. Ja. Das war die Fassbombe. Du hast dich fast umgebracht, oder? Ja, ja, mir früher hat sie mir nicht gemacht. Ja. Ich bin noch Glück gekommen. Aber es war gefallen. Mhm. Ja. Sehr schön, schau, wie schön gekriegt wird da. Hat den Schuppe gewählt. Ja, jetzt habe ich schöne Dings gekriegt, ne, Schätze. Monsterhartknochen, genau, das sind die, was ich brauche für die andere Woche. Gell? Rüstkugel 3. Hm, hat sie ausgezahlt, ne? Hartknochen, Spitzknochen. Ja, alles nehmen. Da, 3150. Ja. Auf Stufe 2. Hätte nie gedacht, dass wir sie im Korallenhochland finden. Ja, das Leidensmeister. Es sind schon mehrere Wunder nötig, damit eine Unterart zum Vorschein kommt. Das behaupten zumindest die Gelehrten. Ich habe gelesen. Wie auch immer, sie ist in guter Verfassung. Ja. Ja, sie stammt wohl aus einem nährstoffreichen Gebiet. Sehen, ja. Ich habe eine Ahnung, wo das war. Admiral! Admiral? Und da ist er wieder. Ich habe keinen Namen, das war Admiral. Eine Freude, Ihre Taten mit anzusehen. Gute Arbeit, ich bin geboren als Admiral. Gut gemacht. Hätten Sie nicht helfen können, statt nur zuzusehen? Wozu denn? Sie hatten doch alles unter Kontrolle. Hier, haben ein paar Souvenirs mitgebracht. Wow. Auwe. Interessant. Wo kommen die denn her? Da, wo sie den Sora abgelenkt haben? Nun, weiter im Inneren. Da gibt jetzt es kommt eine das Stelle, Würde, wo man ne? die Dinger massenweise findet. Ja, sind unglaublich. Als ob da eine Energie in ihnen pulsiert. Das dachte ich auch. Ha. Mit der Energie pulsiert. Die haben irgendwie mit unserem Forschungsprojekt zu tun. Nun, ich werde es herausfinden. Hände oder Pfoten hoch, wer dabei ist.
Einer von euch Yaki-Hirnen bereit für eine Herausforderung? Yaki-Hirnen. Hm, diese beiden. Warte, was? Also gut, ihr zwei. Wir sehen uns vor Ort. Ich werde am Tunnel sein. Lasst mich nicht warten. Ich hasse es zu warten. Nur die Harten gehen in den Garten warten. Viel Spaß. Naja. Sterbt da draußen nicht. Tja. Lass uns eine Expedition zum ewigen Strom unternehmen. Wir dürfen nicht zu spät kommen. Thomas. Ja. Das ist schön. Gehen wir Expedition machen, ne? Ausrüstung verbessern, was? Und Schwarz. Ich werde wieder Schmied. Danke sehr. Ja, ich gucke. Wo sind denn? Hartknochen, so. Ah, da hat er Quests da, ne? Da. Oh, ganz genau. Mhm. Komm schnell zurück. Da können wir die Ernte vergrößern. Sehr gut. Der Schmelzfuzzi hat da was für mich. Oh. Was ist das? Und was hat mein im Moment? Was denn? Da muss ich so schauen. 28 Explosion, halt 300, das ist halt geil, ne? Ja, Soundradschlopp, ich weiß nicht, das neue Ware ist nicht unbedingt weg tun. Kälte-Ding brauchst. Kältegetränk, die einkaufen. Warum? Ja, das wirst du noch sehen. Brauchst noch. Wieso müssen wir gegen einen Legianer kämpfen, oder? Nein. Gegen einen Fisch, der aus halt aber schwimmt. Aber sie wurscht. Aha. Warte, geh mal, das ist 6000. Ja. Es ist halt schwer zu sagen, was ich jetzt machen soll. Mit den Waffen wechseln soll. Na. Hoppala. Da hat die nochmal jetzt dazu gekriegt, ne? Und dann steigt mein Angriff auf 5 Ana drauf. Ich kann mir gar nichts leisten. Hab ich dann das? Das Bombardieren ist dann halt weg. Explosionsangriff. Ah, ich los es da, weil es hilft ja nichts. Ne. Japan-Tech, du meinst irgendeine Kältegetränke zu einkaufen, die kriege ich unten beim Händler raus. Ja. Ich würde sagen, ich hätte neue Sachen für dich, ne? Ach so, das habe ich noch gar nicht gemacht. Ja. Du musst ja downrennen, alle. Da habe ich noch gewartet. Ja. So, was hat denn er da für mich? Entspannte Bodeien. Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Schon wieder? Ich glaube, ich weiß, wie die Erntetruhe vergrößert werden kann. Es sollte nicht schwierig sein, aber ich brauche deine Hilfe. Ich habe den drei Vorsitzenden gesagt, welche Materialien ich brauche. Hilf, wenn du kannst, dann werden wir bald mehr ernten. Das habe ich sogar schon, Sturzflugbeutel. Das heißt, das kann ich fertig machen. Mhm. Ich packe eine Fallen ein. Ich weiß nicht, wo ich ihn her habe, aber ich habe ihn. Kältegetränk. Was ist das? Sie hat auch schon wieder was. Oh, hallo lieber Jäger, hast du kurz Zeit? Neulich nach einer anstrengenden Phase intensiver Forschung habe ich herausgefunden, wie man neue Dekorationen einschmelzen kann. Sag einfach Bescheid, dann zeige ich dir, was ich gelernt habe. Hast du das jetzt schon mal gesagt? Also, ja. Was kann ich für dich schmelzen? Kulinarisch. Ich weiß ja gar nicht, was ich einschmelzen soll. Einschmelzen. Was denn? Das? Na. Bekanntig. Was?
Und er da? Hey Kumpel, die Aufgaben werden langsam schwerer. Hm? Wir haben ein Waffler besorgt, dir alles, was du brauchst. Was brauchst du? In dem Beutel. Kaltgetränk. Jo. Schützt dich vorüber vor extremer Hitze. Kann das nicht selber herstellen? Nee, weiß nicht. Kannst du schon herstellen? Ich weiß nicht. Vorher geschaut, ich hab's gekauft. Ah, ja. Herstellungsliste. Ja, das ist doch mal ein Ding. Kaltgetränk. Frostpilz und Kaltgetränk. Also Frostpilz brauche ich dafür, dann kann ich den herstellen. Ich hab keinen Frostpilz. Ein Pilz. Die Liste Pilz. Ausrüstung, Rüstungsfarben ändern. Also Expedition muss ich starten, ne? Das ist wahrscheinlich eh wieder so ein Solo-Ritt, ne? Wahnsinn. Lass mal das einmal. So, Ja. Mal Expedition, ne? Hör auf, das halt. Ich kauf das halt einmal vorsichtshalber. Da oben rechts ist das schon. Okay. Ewiger Strom. 5 Stück fahre ich nur mit. Mhm. So, bitte, Expedition, begib dich zum ewigen Strom. Bitte, dann gehen wir. Na, das ist jetzt aufbrechen. Da ganz oben. Mhm. Erbrechen. Großglockner. Großglockner. Ha, ihr habt es geschafft. Und auch noch pünktlich. Schauen wir mal, was da passiert. Das gefällt mir. Hey, ist das nicht? Dort haben wir den Sora Magdaros aufs Meer hinausgeleitet. Genau. Los, folgt mir. Ah, da gibt es ja Angelplatz, ne? Da kann man fischen. Moment. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt, oder? Ich bin der Admiral. Ich habe bei der Kommission das Sagen. Ja, wenn ich kann, die alltäglichen Dinge die überlasse ich natürlich dem Kommandanten. Ich bin nämlich gerne flexibel. Jedenfalls habe ich dieses Monster gejagt, als ich auf diesen Ort gestoßen bin, den ich euch zeigen werde. Welches Monster? Das Monster. Der ist wieder zeigen. Ah, er ist der Admiral. Ja, er hat das übernommen. Als Magdaros ins Meer verschwand, war auch der Gigante nicht mehr zu sehen. Also entschloss ich mich, ihn zu finden. Und das führte mich hierher. In eine Öffnung in der Erde, die wahrscheinlich der Sora verursacht hat. Und der Nergigante? Der geht zu schnell. Der kann nicht weit sein. Davon bin ich überzeugt. Yeah! Jetzt darf ich laufen. Oder muss jetzt den Gigante umhauen oder was? Wahrscheinlich. Wow! Was für ein fantastischer Ort! Was hat denn das für lustige Viecher da? Das ist eine Eidechs. Und ich kann es nicht fangen, weil ich das Netz nicht auswählen. Ah ja, stimmt. Ja. Aber wo sind denn die schon, oder? Ich sehe ich nicht einmal los. Die redet schon. Wow! Ich sehe nicht. Hm? Ist doch viel Man spürt das in den Knochen, was nicht wahr? Jetzt kriege ich da Einladung. Ja. Das liegt daran, dass im ewigen Strom unglaubliche Mengen an Energie pulsieren. All diese wahnsinnig zähen Monster, mit denen ihr gekämpft habt, die müssen aus dem Inneren gekommen sein. Warum? Was ist da? Hallo? Ihr werdet sehen, der Sora hat etwas bei seinem Besuch der neuen Welt verärgert. Etwas tief im Inneren. Es hat uns zur neuen Welt gebracht. Und den Nagigante auch. Nekromantiker. Jetzt finden wir heraus, womit wir es zu tun haben. Haltet euch bereit. Gleich geht es ganz schnell. Jawohl, Sir. Ei, ei. Hm. Ledermäuse. Schön. Haben wir da? Käfer, Köder. Ah, da kann man fischen. Nur jetzt darf ich nicht fischen. Gut. Haltet wir sind fast da. Ich will gar nicht wissen.
Hallo. Na los. Der Käfer. Hier, darf ich meinen Käfer sammeln da lassen? Immer sehr aggressiv, die Orte. Jetzt kann ich nicht laufen, weil ich in der Nähe bin von denen. Was Spinnennetz gehört mir. Ah, so hinten, gerade. Ja, muss ich vorwärts gehen? Ah, da ist ja was Viecherl. Die gehen. Und denn das? Das. Das ist eigentlich. Hallo, sieh, sieh, ich muss wieder vorausgehen, ja. Alter. Ja. Ja. Das hat sich wie gehört. Oh, ich bin der Admiral. Der Birger. Ja. Kennst du Meister Proper? Unglaublich, oder? Ja. Ich geh mal führen mit deiner Codes. Dann haust dir. Ich bin nur Tourist. Heimat der Ältesten. Schön schaut das aus. Hier gibt's so viele von diesen Kristallen, dass man geradezu über sie stolpert. Einige von denen sind riesig. Wie entstehen sie? Absolut keine Ahnung. Ja, aber ich sag dir was. Dieser Ort knistert vor Bioenergie. Und das bedeutet, dass die Monster hier alle härter als Nova-Kristalle sind. Schnappt's. Ja. Admiral. Eine das ist lustig, Sache ist, mein Spiel ist abkackt und die hernehmen die Stimmen. Und zwar? Warum? Das war zu viel, das ist gut. Da. Atmen noch einmal. Ja, na sicher, ist ja gar kein Problem. Ein Monster noch an, dann ich hau alle weg. Bist du gleich alle? Gleich alle jetzt gleich? Pass gut auf, wir machen folgendes. Hätte ist total nie gedacht, dass wir sie im Koralhochland finden. Zuerst es machen wir einen kleinen Spaziergang durch die Heimat der Eltern. Zum Vorschein kommt. Das dann studieren wir die Monster, die dort leben. Und wie auch immer, sie ist in guter Verfassung. Einfach, oder? Spazieren, studieren, suchen. Einverstanden? Natürlich bist du einverstanden. Auf geht's. Egal, nix so. Stammt wohl aus einem nährstoffreichen Gebiet. Ich hab ne Ahnung, wo das war. Und die hängen jetzt in Ortiz-Sequenz fest. Admiral! Und da ist er wieder. Es war eine Freude, ihre Taten mit anzusehen. Gute Arbeit, muss ich sagen. Gut gemacht. Hätten sie nicht helfen können, statt nur zuzusehen? Wozu denn? Sie haben doch alles unter Kontrolle. Hier, hab ein paar Souvenirs mitgebracht. Das kann man jetzt auch schon. Ich möchte jetzt skippen. Ja, ich hoffe schon, aber ich bin da in der alten Sequenz jetzt. Wo er gerade seine Sterne auspackt. Und gesagt, interessant. Wo kommen die denn her? Da, wo sie den Sora abgelenkt haben? Nun, weiter im Inneren. Da gibt es eine Stelle, wo man die Dinger massenweise findet. Die sind unglaublich. Als ob da eine Energie in ihnen pulsiert. Das dachte ich auch. Ich wette, die haben irgendwie mit unserem Forschungsprojekt zu tun. Nun, ich werde es herausfinden. Hände oder Pfoten hoch, wer dabei ist. Also Charles, das ist schon Stufe 49, was ich gerade gesehen habe. Diese beiden. Warte, was? Der ist ja nicht normal. Ich
Megafassbomben. Also gut, ihr zwei. Wir sehen uns vor Ort. Ich werde am Tunnel sein. Lasst mich nicht warten. Ich hasse es zu warten. Wirklich. Viel Spaß. Sterbt da draußen nicht. Mega Nährstoffe. Hey, weiter. Sprintextrakt. Und Aussie. Lass uns eine Expedition zum ewigen Strom unternehmen. Wir dürfen nicht zu spät kommen. Das erste. Das passt am Morgen. Ihr habt es geschafft. Und okay, auch noch pünktlich. Das gefällt mir. Was, so geht's bei dir? Nein, ich bin gerade in der Höhle angekommen. Wir müssen die Oldest Friends vorher anschauen. Okay. Genau. Los, ganz folgt toll. Mir. Joi. Jetzt mache ich kurz da mal ein bisschen Pause. Ja. Hol mir was und du machst das. Moment. Ja. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt, oder? Ich bin der Admiral. Ich habe bei der Kommission das Sagen. Die alltäglichen Dinge überlasse ich natürlich dem Kommandanten. Ich bin nämlich gerne flexibel. Jedenfalls habe ich dieses Monster gejagt, als ich auf diesen Ort gestoßen bin, den ich euch zeigen werde. Welches Monster? Den Nergigante. Nachdem der Sora Magdoros ins Meer verschwand, war auch der Nergigante nicht mehr zu sehen. Also entschloss ich mich, ihn zu finden. Und das führte mich hierher. In eine Öffnung in der Erde, die wahrscheinlich der Sora verursacht hat. Und der Nergigante? Der kann nicht weit sein, davon bin ich überzeugt. Yeah! Wow, was für ein fantastischer Ort. Das ist unglaublich. Man spürt es in den Knochen, nicht wahr? Etwas rührt sich da. Das liegt daran, dass im ewigen Strom unglaubliche Mengen an Energie pulsieren. All diese wahnsinnig zähen Monster, mit denen ihr gekämpft habt, die müssen aus dem Inneren gekommen sein. Warum? Was ist da? Ihr werdet sehen. Der Sora hat etwas bei seinem Besuch der neuen Welt verärgert. Etwas tief im Inneren. Es hat uns zur neuen Welt gebracht. Und den Nergigante auch. Jetzt finden wir heraus, womit wir es zu tun haben. Haltet euch bereit. Gleich geht es ganz schnell. Jawohl, Sir. Wir sind fast da. Ja. Unglaublich, oder? Ja. Bin gerade ausgekrallt aus der Höhle. Heimat der Ältesten, sagt er gerade. Konsequenz. Hier gibt's so viele von diesen Kristallen, dass man geradezu über sie stolpert. Einige von denen sind riesig. Wie entstehen sie? Absolut keine Ahnung. Aber ich sag dir was. Dieser Ort knistert vor Bioenergie. Und das bedeutet, dass die Monster hier alle härter als Nova-Kristalle sind. Admiral, eine Sache geht mir nicht aus dem Kopf. Und zwar?
Warum hat der Sura Magdaros einen Tunnel hierher gegraben, statt einfach im Tal zu sterben? Hat ihn irgendetwas hergelockt? Hm, wer weiß, Kleine. Aber einen Anhaltspunkt haben wir. Der Nergigante. Sie haben recht. Der Nergigante und der Sura Magdaros. Wir haben sie immer zusammen gesehen. Er muss einen Grund gehabt haben, herzukommen. Ja, und nicht nur er. Fakt ist, dass sich hier drin viele mächtige Monster verkrochen haben. Wir müssen sie nacheinander aufspüren. Und vielleicht ergibt sich dann ein Muster. Stimmt. Klar stimmt das. Los, macht euch bereit. Start klar! So. Jetzt ergibt alles Sinn. Setzt die Beine in Bewegung. Ihr habt Monster zu jagen. Ja. Jetzt bin ich da im Lager. Was will jetzt von mir? So. Dichte alle. Okay. Alle Monster sichten. Dann laufen wir halt, ne? Aber da müssen wir Knochen zu farmen. Halt. Schön herum bei dir. Hm. Knochen? Da! Die Fährte des Nergigante! Aber der Rattermann kommt da vorbei, gut. Mit ihm. Huracan. Ist gerade bei mir. Okay. Das ist nicht so sexy. Den will ich nicht setzen. Wollen wir Nazi-Knall machen schon? Ja? Das ist sie drauf. Geh weg von mir. Oh weh, der rollt ihn da nieder. Schnell weg. Du musst nicht gegen den kämpfen oder was? Wenn du mir die Flugviecher da anhörst. Ja. Dieser Ort wirkt sicher. Eignet sich perfekt, um ein Lager aufzuschlagen. Mhm. Einen Lagerplatz habe ich gefunden. Und nach vorne. Bei 8 oder so. Da, das. Da. Filz. Ja, Ding. Der Dom ist da. Der Katze. Urbo? Nein, eine Katze habe ich gefunden da. Er ist okay. Dom. Ja, lieb. Ja. Hat die gleichen Dings an von Sora. Ja. Bin nicht ganz allein und sterben.